Moin und willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von W&K. Ich bin Sina und heute habe ich euch die neue 5er Limo und den 5er Touring mitgebracht und die jeweiligen Vorgänger, damit ich die alle miteinander vergleichen kann. Ich werde mir natürlich die technischen Daten, das Exterieurdesign und auch den Innenraum angucken in Bezug auf Platzverhältnis, Verarbeitung und Infotainment. Außerdem lohnt es sich, bis zum Ende des Videos dran zu bleiben. Da stelle ich euch nämlich nochmal die M-Highlights des neuen M5 vor. Bei der neuen 5er Limousine habt ihr die Wahl zwischen 8 verschiedenen Benzinmotoren, vom 520i mit 184 PS bis zum M5 Competition mit 625 PS und zwischen 5 verschiedenen Dieselmotoren, und zwar vom 520d mit 190 PS bis zum 540d X-Drive mit 340 PS. Eine Besonderheit ist hier, dass ihr die Motorisierung auch als Mild Hybrid bekommen könnt, außer die M-Modelle und das M-Performance-Modell. Was ein Mild Hybrid genau ist, könnt ihr in unserem Video zu den verschiedenen Hybridarten sehen. Das haben wir euch in der Beschreibung und in der Infobox verlinkt. Zum Vor-Facelift fehlt hier also nur der 550D X-Drive, dessen Produktion eingestellt wurde. Alternativ könnt ihr die 5er Limo auch als Plug-in-Hybrid fahren. Hier habt ihr die Wahl zwischen dem 530e mit 292 PS Systemleistung und wahlweise X-Drive und zwischen dem 545e mit 394 PS Systemleistung, da ist X-Drive immer mit dabei. Beim neuen 5er Touring ist die Motorisierungspalette im Benzinersegment etwas kleiner. Hier habt ihr die Wahl zwischen 4 verschiedenen Motorisierungen, und zwar vom 184 PS starken 520i bis hin zum 333 PS starken 540i X-Drive. Das M-Performance-Modell in Form des 550i fällt beim Touring erstmal weg. Es ist für die nächste Zeit auch keins angekündigt. Allerdings kommt mit dem M3 dann doch ein M-Touring-Fahrzeug auf den Markt. Und auch der 545e Plug-in-Hybrid, der bei der Limousine erhältlich ist, fällt beim Touring vorerst weg. Schauen wir uns die Front an und sehen direkt, die 5er Limo ist sich ihren Proportionen treu geblieben. Die Niere ist nur minimal gewachsen. Der Unterschied ist aber, hier haben wir eine einteilige Niere. Bei der alten Limo haben wir dann noch ein Element in Wagenfarbe dazwischen. Optional ist die Niere allerdings auch in der Individual-Hochglanz-Shadowline in Schwarz erhältlich. Genau wie beim Vorgänger haben wir zwischen Kühlergrill und Scheinwerfern einen nahtlosen Übergang. Serienmäßig kommen hier Voll-LED-Scheinwerfer. Allerdings haben die nicht mehr das hexagonale Design, so wie beim Vorgänger, sondern sind eher L-förmig. Das ist jetzt wieder die neue Designsprache der 5er Limo. Hier kommen auch keine LED-Nebelscheinwerfer dazu. Die Leistung der normalen Scheinwerfer reicht nämlich schon aus. Außerdem gibt es hier beim 5er auch noch einen neuen adaptiven LED-Scheinwerfer mit Matrix-Technologie. So fahrt ihr auf der Landstraße quasi immer mit Fernlicht, aber ohne den Verkehr zu blenden. Und es gibt eine neue Generation des Laserlichts, die war vorher nur dem M5 vorbehalten. Die hat eine verbesserte Reichweite, und zwar von bis zu 650 Metern. Optional sind auch noch dunklere Scheinwerfer erhältlich, und zwar mit der BMW Individual Leuchtend Shadow Line. Die sind sowohl mit dem Laserlicht als auch mit den adaptiven LED-Scheinwerfern konfigurierbar. Und gerade wenn man noch andere Teile des 5ers dunkler gestaltet hat, sieht das besonders cool aus. So viel zur Front der Limousine. Gehen wir direkt mal rüber zum Touring. Hier trifft alles, was ich euch gerade über die Scheinwerfer erzählt habe, auch zu, denn hier sind die gleichen Technologien verbaut, was die Scheinwerfer angeht. Das, was sich an der Front hauptsächlich verändert hat, sind die Lufteinlässe. Hier haben wir jetzt zweimal wabenförmige Lufteinlässe. Das liegt aber daran, dass wir hier ein M-Modell stehen haben. In der Basis und der Luxury Line sind die lamellenförmig beim neuen Touring, beim M-Modell dann aber eben nicht mehr. Ansonsten ist sich die Front eigentlich im Vergleich zum alten Touring treu geblieben. Kommen wir zur Seitenansicht der 5er Limo. Hier sehen wir, dass die neue 5er Limo im Vergleich zur alten ein ganzes Stück gewachsen ist, und zwar in der Länge um 27 mm auf 4963 mm. Damit ist sie jetzt genauso lang wie der Touring, die beiden unterscheiden sich in der Länge also nicht. Was die Felgen angeht, habt ihr die Wahl zwischen 13 verschiedenen Designs, zwischen 17 und 20 Zoll, die zum Teil sogar noch farblich anpassbar sind. Besonders hervorzuheben sind die BMW Efficient Dynamics Aerodynamik-Felgen, die nämlich dafür sorgen, dass sowohl die Limo als auch der Touring die besten CW-Werte ihrer Klasse erreichen. Beim Touring ist das 0,26 und bei der Limo 0,23. Die M-Sport-Bremse ist in Verbindung mit dem M-Sport-Paket optional erhältlich, wahlweise in Rot oder Blau. Bei der Ausstattungslinie Modell M-Sport ist sie standardmäßig schon rot.
Wenn wir uns die Seiten so anschauen, hat sich nicht viel getan zwischen der älteren und der neuen Limo, was ja aber auch gut ist. Der neue 5er Touring ist um 21 mm gewachsen, ist jetzt also genauso lang wie die Limousine, bietet aber mehr Stauraum und Flexibilität, dazu komme ich gleich noch. Ansonsten lässt sich auch hier feststellen, dass der Touring sich im Design im Vergleich zu seinem Vorgänger von der Seitenansicht her nicht großartig geändert hat, was aber auch gut ist. Jetzt gehen wir direkt mal zum Heck der Limousine. Was am Heck besonders auffällt, sind die neu designten, markanten dreidimensionalen Rückleuchten. Ich finde, die sehen besonders modern aus durch die dunkle Umrandung, die sie haben. Unten die Endrohre, die ihr seht, sind so serienmäßig erhältlich, wahlweise aber auch noch dunkler. Kommen wir jetzt zum Kofferraum der Limousine. Der hat ein Volumen von 530 Litern, das ist genauso viel wie beim Vorgänger. Lässt sich natürlich noch erweitern, durch Umklappen der Sitze beispielsweise. Das Durchladesystem war beim Vorgänger optional erhältlich, hier ist es bereits Serie. Der neue Touring bekommt natürlich auch die neu designten Rückleuchten. Ansonsten orientiert er sich in seinem Design aber sehr am Vorgänger, bis auf den Diffusor, der sieht deutlich markanter und damit rennsportmäßig aus. Was wir hier beim neuen Modell haben, genauso wie beim Vorgänger, ist natürlich aber auch wieder die separat zu öffnende Heckklappe. Da kann man dann zum Beispiel von oben nochmal Sachen verladen, wenn man aber unten die Heckklappe gerade nicht mal mehr öffnen möchte. Schauen wir in den Kofferraum des Touring. Hier habt ihr ein Kofferraumvolumen von 560 Litern, aber der Touring wäre kein Touring, wenn man das nicht noch ordentlich erweitern könnte. Man hat natürlich hier unten die Möglichkeiten, noch zusätzlichen Stauraum zu nutzen. Man kann aber auch die Rücksitzbänke komplett umklappen, und zwar im Verhältnis von 40-20-40. So lässt sich das Kofferraumvolumen auf insgesamt 1700 Liter erweitern. Kommen wir jetzt zum Interieur. Da das bei beiden Modellen gleich ist, schauen wir uns das nur in der Limousine an. Auf den Rücksitzbänken nehme ich aber sowohl in der Limo als auch im Touring Platz. Starten wir bei den Sitzen. Ab der Basis haben wir hier serienmäßig elektrisch verstellbare Stoffsitze. Optional gibt es hier natürlich auch die Sport- und Komfortsitze und neu in Verbindung mit dem M-Sport-Paket die neuen M-Multifunktionssitze mit integrierten Kopfstützen und besserem Seitenhalt, die bisher nur dem M5 vorbehalten waren. Bei den Oberflächen habt ihr zahlreiche Auswahlmöglichkeiten von Stoff über Leder Dakota oder Nappa in diversen Farben bis hin zu dem neuen synthetischen lederähnlichen Sensatec-Material. Ich sitze jetzt auf dem Fahrersitz der neuen 5er Limo. Serienmäßig gibt es hier das Live Cockpit Plus mit einem 10,25 Zoll großen Infotainment Display und einem analogen Tacho. Ihr könnt aber auch das Live Cockpit Professional konfigurieren. Das haben wir hier drin zum Beispiel. Da bekommt ihr ein 12,3 Zoll großes digitales Tacho und das Infotainment Display wächst auf die gleiche Größe an. Das unterscheidet sich auch nur ein bisschen zum Vorgängermodell, denn dort wurde das ja im laufenden Betrieb 2019 auf den neuesten Stand gebracht. Technische Basis ist das Operating System 7, was gerade erst ein umfangreiches Update bekommen hat. Ihr habt den Sprachassistenten Hey BMW mit an Bord, den ihr fast alles rund um euer Auto fragen könnt. Dann habt ihr eine neue cloudbasierte Navigation, die jetzt noch bessere Routenführung und Ankunftszeiten vorhersagen kann. Und ihr könnt natürlich auch Apple CarPlay und Android Auto hier in eurem BMW nutzen. Der Vorgänger hatte das Operating System 7 noch nicht, aber alle Fahrzeuge, die ab Mitte 2019 produziert wurden, haben die Möglichkeit, ein Update zu installieren. An Assistenzsystemen habt ihr hier alles verbaut, was ihr euch vorstellen könnt. Zum Beispiel den optionalen Driving Assistant Professional, der nochmal erweitert wurde im Vergleich zum Vorgängermodell. Und auch den Spurwechselassistenten, der sogar automatisch die richtige Geschwindigkeit wählen kann, um in eine Lücke zu wechseln. Und durch kurzes Antippen des Blinkerhebels wird dieser Wechsel sogar selbst vollzogen. Das heißt, ihr müsst nicht mal mehr was machen. Mit dem optionalen Drive Recorder können die Kameras der Assistenzsysteme genutzt werden, um aufzuzeichnen und so im Fall eines Unfalls den vielleicht sogar aufzuklären. Wir haben euch dazu auch ein Video gedreht. Sobald das verfügbar ist, findet ihr es in der Beschreibung. Im neuen 5er könnt ihr das neue M-Sport-Lenkrad bekommen. Beim Vorgängermodell war es noch das alte. Genauso beim Gangwahlhebel und iDrive-Controller. Beim neuen 5er sind jeweils die geupdateten Varianten verbaut, beim alten 5er noch die Vorgängerversionen. Von der Funktionalität her macht das aber kaum einen Unterschied. Die Klimabedieneinheit hat optisch auch ein kleines Update bekommen, genauso wie die Favoritentasten. Das sieht hier im neuen 5er alles noch etwas cleaner und aufgeräumter aus. Wie gerade schon gesagt, ist das Interieur in Limousine und Touring sehr ähnlich. Darum nehme ich jetzt direkt mal auf der Rücksitzbank Platz.
Ich habe jetzt auf der Rückbank der 9-5er-Limo Platz genommen. Vom Einstieg her war das kein Problem. Größere Menschen müssen vielleicht kurz den Kopf einziehen. Jetzt sitze ich hier drin aber und habe ordentlich Kopffreiheit und auch Beinfreiheit. Ich würde sagen, das sind so ja, 3,5 Fäuste ungefähr, die ich hier Platz habe. Wir haben den Sitz auf einen normal großen Fahrer vorne eingestellt, ungefähr von 1,80 Größe. Hier hinten habe ich noch das Fond-Entertainment-System verbaut mit allen dazugehörigen Displays und Anschlüssen. Hier in der Mitte habe ich noch die Möglichkeit, es runterzuklappen, habe dann eine Armauflage und hier vorne auch noch zwei Getränkehalter. Jetzt habe ich auf der Rückbank des 5er Touring Platz genommen. Gleich beim Einstieg habe ich schon gemerkt, ich kam besser rein. Und auch jetzt, ich habe deutlich mehr Kopffreiheit. Die Beinfreiheit würde ich sagen, da ist nicht viel Unterschied. Das ist genauso wie drüben in der Limo. Die beiden Fahrzeuge sind ja auch gleich lang. Auch hier habe ich wieder das Fond-Entertainment-System verbaut. Dazu haben wir euch auch schon ein Video gedreht. Sobald das verfügbar ist, findet ihr das in der Beschreibung. Und hier in der Mitte habe ich genauso wie drüben auch wieder eine Armauflage und zwei Getränkehalter. Bevor ihr abschaltet, kommt jetzt noch was besonders Tolles. Ich zeige euch das Facelift der M5-Limousine hier an dem Wagen in der Farbe Snapper Rocks Blue und ich zeige euch jetzt mal die M-Highlights. Unter der Haube hat er 600 PS und ist damit in 3,4 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei abgeriegelten 250 km pro Stunde und mit dem optionalen M-Drivers Package sogar bei 305 km pro Stunde. Mit dem optionalen Competition Paket kommen nochmal 25 PS drauf, dann sind wir bei 625 PS. Damit kommt er dann in 3,3 Sekunden von 0 auf 100, das heißt in einer Zehntelsekunde weniger. Und von 0 auf 200 ist er dann in 10,8 Sekunden. An der Front des BMW M5 haben wir hier die neu gestaltete M-Niere mit einteiligem Rahmen und größere Lufteinlässe. Außerdem haben wir hier die dreidimensionalen Doppelstäbe in schwarz hoch glänzend und das M-Logo. Beim M-Modell sind 19 Zoll Felgen Serie, die gibt es in dem Design auch nicht beim normalen 5er. Optional gibt es auch noch 20 Zoll M-Leichtmetallräder. Am Heck ist die Abgasanlage besonders, die ist nämlich vierflutig mit zwei Doppelendrohren unter der kraftvollen Heckschürze. Hört euch den Sound mal an. Die dunkleren dreidimensionalen Rückleuchten prägen das aktualisierte Design des Hecks. Außerdem haben wir hier auf der Heckklappe noch einen kleinen Spoiler und jetzt schauen wir uns mal im Innenraum des M5 um. Jetzt sitze ich auf dem Fahrersitz. Hier fällt natürlich das M-Lederlenkrad mit Schaltwippen und den roten Schnellwahltasten auf. Auch der Start-Stopp-Knopf ist in Rot gehalten. Und was besonders cool ist, an den M-Multifunktionssitzen haben wir ein beleuchtetes M5-Emblem, was vor allem im Dunkeln natürlich total gut zur Geltung kommt. Außerdem haben wir hier noch den M-Gangwahlschalter mit DriveLogic-Wippe zur Einstellung der Getriebecharakteristik. Ansonsten sieht hier alles recht ähnlich aus. Ein paar Details lassen sich natürlich immer noch entdecken. Aber beim M-Modell kommt es ja auch eher darauf an, was unter der Haube steckt. Das war das Video zum neuen 5er als Touring und als Limousine. Hier hinter mir habe ich sie nochmal alle stehen. Einmal die Touring-Variante und einmal die Limousine. In der Mitte der starke Bruder der M5. Welches Auto gefällt euch am besten? Touring, Limo oder vielleicht doch der M5? Schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und für mehr Infos zu BMW und Mini abonniert den Kanal.